Hallo ihr Lieben. Wie ihr bereits bemerkt habt im Intro, das wird ein völlig anderes Video wie das, was wir bisher hatten. Bisher haben wir uns ja an Spielen vergnügt. Heute werden wir uns diesem kleinen jämmerlichen Stück Holz widmen. Wir hatten nämlich, also meine Mutter und ich, wir haben den Balkon hergerichtet und haben dabei diesen Fußschemel gefunden, der seinerzeit mal aus schön glänzend lackiertem Eichenholz dastand. Und warum auch immer, er landete auf dem Balkon und Wind und Wetter haben dem Ganzen über ein Jahr lang zugesetzt. Und wie man zum Beispiel hier sieht, an den Füßen, einmal hier und einmal hier, das Holz ist in der Maserung gerissen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, denn wir nehmen das Ding jetzt erstmal auseinander. Also das hier ist nur eine Steckverbindung. Hier ist aber geleimt. Deshalb, ich habe hier einen normalen Hammer. Normalerweise sollte man Holz oder einen Gummihammer benutzen. Wer sowas aber nicht im Hause hat, was die meisten sein dürften, der nehme ein weiches, gut polsterndes Tuch. Ich habe jetzt hier einfach ein Mikrofaserstaubtuch. Und lege es vor den Kopf. Denn sonst kann es sehr unschöne Druckstellen bei weicherem Holz geben. Zum Glück ist eigentlich ein Hartholz. In diesem Kontext werde ich mich jetzt mal muten und ihr dürft mir jetzt mal dabei zugucken, wie ich das Ding im verzweifelten Versuchen auseinandernehme. Hilfe brachte jetzt ein kleiner Keil, denn der Leim, wie man sieht, an der Stelle sehr großzügig aufgetragen, hat doch sehr gut feine meine Auseinandernehmversuche vereitelt. Deshalb, das ist eigentlich so ein Unterlegkeil, den man unter die Möbel schiebt, wenn sie nicht gerade stehen. Hier neben reingetrieben in den kleinen Spalt und damit im Endeffekt aufgehebelt. Damit kriegt man eine sehr gute Hebelkraft hin. Jetzt kommen wir aber zu dem Teil, den ihr, was ihr außer dem Hammer noch braucht. Zum einen, wir nehmen einen einen Schleifschwamm für Holz. Der hat oftmals auf beiden Seiten unterschiedliche Stärken, der ist jetzt gleich. Ich werde den aber, den kann man auch sehr gut als Griffunterlage nehmen. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Und hoppala. So. Brauchen wir Schleifpapier. Ich habe zum Beispiel, da wir unterschiedliche Stärken brauchen, am Anfang werden wir mit groben abschleifen, das ist jetzt ein 60er. Dann, ich werde wahrscheinlich später doch noch anderes besorgen. Ich habe hier nämlich dann gleich einen 180er. Und dann geht es runter, das ist auch nochmal ein 180er. Ja, so kann man sich selbst reinlegen. das ist aber eine andere Körnung, ich weiß aber jetzt gerade nicht mehr welche. Steht jetzt auch nicht drauf. Jedenfalls mit dem ganz groben holen wir den alten Lack runter. Wir holen die alten Leimreste raus. Was brauchen wir noch? Außer dem Schleifgerät? Selbstverständlich Holzleim. Ich habe an der Stelle jetzt Ponal Express. Da habe ich noch einen kleinen Rest hier übrig. Und hier an der Stelle
Man sieht es vielleicht, hat das Holz ebenfalls gelitten. Da werden wir den Leim dazwischen pressen und das Ganze anlegen wieder. Zum guten Schluss nutzen wir Klarlack und da das Ganze eigentlich innen stehen sollte, seidenglänzend, ne? L11 auf Wasserbasis, das stinkt dann auch nicht so. Und das Schöne ist, überstreichbar innerhalb von 2 Stunden. Moment mal, still scharf. 1 Liter reicht für ca. 10 Quadratmeter, für Kinderspielzeug geeignet, für Innen- und nicht für Sanitärbereiche. Das heißt, es ist nicht wasserbeständig. Ne? Hier sieht man noch so ein bisschen den letzten Ton, also wie es mal in intaktem Zustand war. Auch die Beine sehen an manchen Stellen noch in Ordnung aus, aber gerade hier oben, die Deckfläche hat extrem gelitten, da blättert auch schon alles ab. Man kann das einfach falten, da gibt es eine schöne Knickfalte. Dann kann man das auch ganz gut reißen, wie bei einem normalen Papier auch. Bloß einfach ein bisschen vorsichtig sein. Der Sand bröselt natürlich dann sonst sehr schnell ab.